Was mit dem passiert ist, würde mich mal interessieren, ja. Aber anscheinend machen wir jetzt was zu ihr fehlen. Dafür wird es wahrscheinlich ordentlich Kohle geben. Hoffe ich mal jetzt so. Autobahn! Dann wollen wir mal gucken. Jetzt müssen wir erstmal in diesen Laden, in den Suburban. So wie ich das so mitgeschnitten habe. Dann wollen wir mal sehen, was uns da so Schönes erwartet. Wahrscheinlich erstmal schön einkleiden. Auto ist ja schon mal genial. Ja, ein bisschen schneller könnten wir schon fahren, ja. Weil wir sind wirklich nur dezent schneller als alle anderen, ne? Also ansonsten so wirklich viel schneller sind wir eigentlich nicht. Was mir bei GTA immer noch fehlt, ist ein Tacho, ey. Im Auto. Ich will Tacho sehen. Ich will wissen, wie schnell ich fahre. Ja. Das ist unfair. Ui. So, jetzt müssten wir ja gleich da sein hier. Ja, Suburban. Yay. So, jetzt sind wir mit unserem professionellen Rucksack hier. Cool ist auch, dass er den während der Fahrt nicht abgesetzt hat. Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know. Geeky. Youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? Okay, passende Kleidung kaufen. Okay, wir wollen mal gucken. Ja, sieht schon mal nicht schlecht aus. Na, die braune sieht nicht schlecht aus, oder? Aber ich werde jetzt zur schlichten, glaube ich, gehen. Zur schlichten schwarzen. Die grüne, nee, komm. Wir nehmen die. Ah, ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Nee, komm, wir nehmen die. Wir nehmen die schwarze. Ja, Mann. Wir nehmen die schwarze. Good luck at the interview. Oh, das war's schon? Sollte bloß noch. Ey, die Hose. Ich will mir eine andere Hose. Ich will eine andere Hose kaufen. Wieso darf ich das nicht? Ich will eine andere Hose kaufen, die sieht scheiße aus, Mama. Dann eben nicht. Stecke ich jetzt in meinen fetten Audi. Dann geht halt jetzt ins zum Vorstellungsgespräch. Mann, 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 ey. Lester. Michael? I'm all dressed up. Now you wanna run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you looked the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Okay, wir sollen also einen Prototypen unauffällig in unseren Rucksack stärken. Aber packst du jemanden nicht mitten auf der Straße, da bin ich dir nicht erlaubt. Okay, dieser Prototyp wird unser sein. Deswegen auch dieses Bewerbungsgespräch, Freund. Ich lese ja unten immer nicht alles mit und deswegen peile ich das immer nicht so. Aber seid mir da nicht böse, ich mache ja eh immer nur das, was mir hier gesagt wird in dem Spiel. So, hier professionell auf dem Parkplatz parken, einfach mal quer. Wieso gehen wir durch den Hintereingang? Naja, egal. Schön in Flipflops, nice. Life Invader. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look,
Milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. I T-temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Okay. Wie will denn der Sohn Triathlon machen, ja? Wenn der ständig eine schmokt, ey. Totally a tech evangelist when the big boys vest. Okay, anscheinend Programmierer ist eine ganz gute Basis, würde ich sagen. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Nice, wie geil das hier einfach mal alles gestaltet ist. Oh, ich würde auch so ein... Alter, ich will auch so einen Arbeitsplatz haben. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, bro. Yay. Wieso ist denn hier so viel Werbung, geil? I think so. Wieso öffnen die sich alle? Ohne Witz, ey. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs. Schließe die Pop-ups. Ja, die öffnen sich doch. Alter, ohne Witz, die öffnen sich doch immer wieder. Wie sollten die alle schließen, ey? Ohne Witz, ey. Hallo. Geht doch. Might I tempt you with some organic chow or a fair trade Java? So. Bear with me, all right? Lasse das Antivirenprogramm laufen. And Computer scan. Alter, ohne Witz, ey. Mann, die ganzen Pop-Up-Fenster. Du willst mich doch verarschen. Wink, entfernen. Blablabla. Nice. And that should do it. Won't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Alter, was ist... Das sind Programmierer, Freunde, Alter. Nice. Und der Rucksack? Naja. Okay, okay. Wir haben jetzt quasi den Rucksack da liegen lassen und bloß den Chip ausgetauscht, oder? Naja, wir werden jetzt unauffällig hier wieder raus. Ganz easy going. Wird hoffentlich keiner auffallen, oder? Ach komm, das fällt keiner auf. Nein. Auf Wiedersehen, sehr geehrte Damen und Herren. Tschüssi, Kowski. Nice, ich werde mir jetzt die Eröffnungsrede in meinem Haus angucken und ihn ordentlich auslachen. Hehehe. So, Vollgas zurück. Lester, the things in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry. The phone is rigged. Now, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, yeah, you know shooters. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever you say, enjoy yesterday. Oh my god, you guys are so lame! No! I want you fame or shame! A fucking tits! Give me a female bomb! What a talent! I've never seen someone set fire to their So, mal gucken. Achso, so.
So. Hey. This company has come a long way since we started it. So, jetzt bin ich mal gespannt, ey. Ups. We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Okay. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24/7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked at home. And at the same time, you're docking with some kids at the public pool. We went to the guys at Fruit Computers, and we told them we wanted to make our hardware as compatible as possible. But you know what? They're not interested in sharing their technology. So we went and made it compatible anyway. Now you can dock your Life Invader to an iFruit phone or any other device. iFruit phone. Take all the data off it and reformat it into Life Invader friendly information. At around this point in my presentation, there was meant to be a call from my product team to introduce the device. But we're experiencing some technical difficulties. I hate to keep you waiting any longer, but trust me, it's worth it. And don't worry, I will fire several people for this. Ach, fuck! Ich sollte das nicht. Oh nein, oh, ich bin so. Ja. Wie soll ich denn das in die Luft jagen? Okay, also ich soll warten, bis er das rausholt und dann soll ich ihn anrufen. Das habe ich voll überlesen. Mann! Ah, God damn it. So, jetzt können wir uns das alles nochmal angucken. Ey, super spannend. Mann. Ach ja. Na du, alles künstlich Let's Play in die Länge ziehen und so. Wisst ihr doch Bescheid. Ist doch normal. Kennt ihr doch von mir. Ich finde halt gerade auch super spannend, das nochmal zu gucken. Das ist wirklich Wahnsinn eigentlich, ne? Möchte ich so sagen. Und also hammergeil, oder? Also das war einer der Mega-Fails, würde ich sagen, von mir. Auweia. The Future. So, wie kann ich den denn jetzt eigentlich anrufen? A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay 24/7. On the bus, you can dock. On the sub... Oh, hold on a second. Fuck you. I think someone's trying to dock with me. Hello? Ooh!